So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Was soll ich sagen? Ach, Moment, ich tapp mal ganz kurz raus, um was zu überprüfen. Ja, alles gut. So. Alles kann weitergehen. Wir sind letztes Mal in Frösche verwandelt worden. Und irgendwie hat uns ein seltsam schillernder, regenbogenfarbener Frosch hier hingeführt. Mit dem können wir jetzt, da wir jetzt endlich wieder zaubern können, auch reden. So, Froschi. Helft ihm bitte. Also ich weiß nicht, wie ich ihn sprechen soll. Wem? Also hier komme ich nicht so ohne weiteres durch, oder? Die Tür ist fest verschlossen. Kann ich das mit Schloss öffnen? Nichts passiert, nö. Da müssen wir also was für finden. Und wie ihr seht, dieses Dungeon ist gar nicht mal so klein. Problem ist, wir dürfen einen bestimmten Bereich nicht wieder betreten, weil da wird man einfach nur in einen Frosch verwandelt. Ins Wasser können wir wahrscheinlich als Menschen nicht... Das ist mir zu tief, Mann. Ernsthaft, du bist vor ein paar Folgen mal über Wasser gerannt. Was ist dein Problem, Tröpfchen? Ja gut, ich hoffe, dass es hier irgendwo einen weiteren Speicherpunkt gibt, ansonsten wird es nämlich ziemlich übel hier. Doch. Wo sind wir? Verdammt, hier ist es aber schon ein bisschen trostlos. Ist wohl eine Art Gefängnis oder so. Ist da irgendjemand? Keine Ahnung, wer das ist. Ach, das ist ein Frosch. Den soll ich vielleicht anders sprechen. Ah! Wer ist da? Es ist ein verdammter Frosch! Noch einer! Noch einer. Willst du damit sagen, dass noch jemand mit meinem Fluch geschlagen wurde? Ehrlich gesagt wurden wir selbst verflucht und in Frösche verwandelt, aber wir sahen nicht aus wie sie. Geht jetzt. Ihr müsst diesen Ort verlassen. Es ist gefährlich hier. Wie? Aber sie... Macht euch keine Sorgen um mich. Was ist los? Sind Sie verletzt? Oh, Oliver, wir müssen etwas unternehmen. Ja, wir müssen ihm helfen. Vielleicht kann ich diese Tür mit Magie öffnen. Probieren wir es mal. Da war so ziemlich das gleiche Schloss. Ja, bestimmt kann einer einer Zauber die Tür öffnen, Olli. Moment, vorher eine wichtige Sache. Nicht, dass der uns nachher als Bossgegner gegenübersteht. So, die triefenden Tiefen. Hm. So. Schloss öffnen. Interessanterweise hat es bei dem Schloss ja oben nicht funktioniert, aber gut. Was macht ihr denn? Lasst mich bitte alleine, ich flehe euch an. Warte mal, sind Sie etwa... Sind Sie der Froschprinz? Du weißt, wer ich bin, aber woher? Der Froschprinz der Wüste. Das sind doch Sie, oder? Der, der sein Königreich und mit ihm seine Prinzessin verlassen hat. Woher? Wovon redest du da, Esther? Willst du uns vielleicht durcheinander bringen oder so? Hm, es braucht nicht viel, um dich durcheinander zu bringen, Sven. Ich bin nur etwas schockiert, okay? Ich hätte nicht gedacht, dass wir einem Prinzen aus einem Märchen begegnen würden. Aus einem Märchen? Ich verstehe. Daher kennt ihr mich also. Lass mich nachdenken. Ah, ja, ich erinnere mich. Na fein, passt gut auf. Vor sehr langer Zeit, noch ehe die Väter unserer Vorväter geboren worden waren, gab es ein herrliches Königreich in der Wüste. Und in diesem Königreich lebte ein stattlicher und kühner junger Prinz, der vom ganzen Volk geliebt wurde. Aber eines Tages wurde das Königreich von einer riesigen Schlange angegriffen, welche alle in Furcht versetzte, die sie erblicken. Eine entsetzliche Kreatur. Der Prinz befand, er müsste, um die Schlange zu besiegen, einen gewissen geheimnisvollen Trank zu sich nehmen. Doch kaum hatte er die teuflische Tinktur getrunken, verwandelte sich der Prinz sogleich in einen Frosch. Was? Warum sollte er einen Trank schlucken, der ihn in einen Frosch verwandelt? Ein Frosch hat doch keine Chance gegen eine Schlange. Ich bin doch noch nicht fertig mit der Geschichte. Ich habe doch gesagt, dass ihr aufpassen sollt. Keine dummen Zwischenfragen, bitte.
Na, wo war ich? Ah ja, er hatte beschlossen, ein Frosch zu werden, weil... Er die Schlange in Sicherheit wiegen wollte, indem er zu einer ihrer Lieblingsspeisen wurde, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Entschuldige, bitte fahr fort. Und so verwandelte der Prinz sich in einen Frosch. Er hatte nämlich einen Plan. Die Schlange sollte nicht widerstehen können und ihn auffressen, worauf er sie von innen angreifen konnte. Alles verlief nach Plan. Die Schlange verschluckte ihn und er versetzte ihr aus ihrem Inneren einen Todesstoß. Doch leider vermochte der Prinz sich nicht wieder zurückzuverwandeln. Was er auch versuchte, er blieb ein hässlicher Frosch. Das betrübte ihn sehr. Er machte sich ob seiner Dummheit schwere Vorwürfe. Er schwor, sich vor der Welt zu verbergen. Der Prinz war allerdings mit einer wunderschönen jungen Prinzessin verlobt. Er hatte ihr zwar versprochen, dass sie auf ewig zusammen sein würden, aber er war wie vom Erdboden verschluckt, seit er losgezogen war. Es schien, als kehre er niemals zurück. So suchte die Prinzessin die Gruft, wo der Prinz die Schlange bezwungen hatte, und weinte um ihn. Und dort blieb sie und wartete auf ihren Prinzen, obwohl sie wusste, dass er niemals kommen würde. Und sie wartete bis zum Ende ihrer Tage. Du sagst, sie hat gewartet. Wie ich sehe, ist wirklich ein Märchen daraus geworden. Oh, das ist aber eine traurige Geschichte. Die Geschichte bekommt jedes Mädchen in Al-Kuwait erzählt, wenn es jung ist. Und alle weinen, wenn sie die Geschichte zum ersten Mal hören. Du sprichst darüber, als handele es sich um eine erfundene Geschichte. Oh, es tut mir leid, Prinz Hakim. Prinz Hakim, es ist lange her, dass mich jemand beim Namen genannt hat. Nun denn, soll ich euch das letzte Kapitel eures Märchens erzählen? Das letzte Kapitel? So ließ der Prinz die Prinzessin zurück und wandte sich vom Königreich ab. Der Name der Prinzessin war übrigens Jasmin. Sie war die Liebe seines Lebens und doch verließ der Prinz sie. Viele Jahre vergingen und der Prinz blieb ein Frosch, nur um zu seiner Verzweiflung festzustellen, dass er nicht sterben konnte. Er sollte auf ewig als Frosch leben. Selbst als sein Königreich längst zu Staub geworden war. Das ist ja furchtbar. Ich musste leiden. Aber das ist nichts gegen den Schmerz, den ich meiner geliebten Jasmin zugefügt habe. Ich denke manchmal, dies ist die gerechte Strafe. Aber warum seid ihr in dieser Zelle, Euer Hoheit? Diese Schlange, Apep, er ist zurück. Jemand hat ihn wieder zum Leben erweckt. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die ein uraltes Monster wieder zum Leben erwecken können. Ja, da fällt mir nur einer ein. Du meinst Shaddar? Apeps Rache ließ nicht lange auf sich warten, und so wurde ich hier eingekerkert. Wer kann schon sagen, wie lange er mein Leiden noch aufrechterhalten will? Habe ich noch nicht genug gelitten, so zu bleiben, ohne meine Geliebte? Oliver, gibt's denn keinen Zauber, mit dem du Prinz Hakim wieder zu seiner alten Gestalt verhelfen kannst? Du meinst etwas, was den Fluch aufhebt, der ihn in einen Frosch verwandelt hat? Warte mal eine Minute, Mann. Warum nehmen wir dafür nicht den magischen Kreis, der unseren Froschfluch aufgehoben hat? Du hast recht, er hat bei uns funktioniert, dann funktioniert er vielleicht auch bei ihm. Aber ihr habt doch gewiss nicht denselben Trank der Formwandlung getrunken, den ich getrunken habe. Nun, es war kein Trank, nein. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Kommt schon, Euer Hoheit, versuchen wir es mit diesem magischen Kreis. Könnte dieser Tempel wahrlich solche Magie bergen? Und was, wenn ich wieder zu einem Menschen werde? Welche neuen Qualen hielte Apep für mich bereit? Denkt über so etwas nicht nach, Eurer Hoheit. Wir müssen es zumindest versuchen. Kommt mit, wir bringen euch direkt zum magischen Kreis. Prinz Hakim kommt mit dir. Ich glaube, der Regenbogenfrosch ist dann Jasmin. So, hier jetzt für den Fall, dass irgendwas passiert, dass ich mir diesen ganzen Dialog nicht nochmal zu Gemüte führen muss. Aber der Frosch ist nicht mehr da. Und interessant, also es gibt hier diese Nischen, die sind auf der Karte angezeichnet, aber augenscheinlich sind das Statuen, also diese Statuen müssen wohl aus dem Weg geräumt werden,
Und dieser ganze Raum sieht auch aus, als würde hier irgendwann ein Rätsel drin stattfinden. Moment. Es sieht aus, als wären da Runen an der Wand, Olli. Aber wir können später einen Blick drauf werfen. Ja, zuerst müssen wir Prinz Hakim wieder zurückverwandeln. Ich verstehe schon, das ist ein Rätsel, das wir später lösen müssen. Prinz Hakim, das ist der magische Kreis, der unseren Fluch aufgehoben hat. Ein magischer Kreis. Könnte so etwas auf mich tatsächlich dieselbe Wirkung haben? Naja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, ihr habt recht. Es wird wahrscheinlich nicht... Oh, es passiert was. Oder auch nicht. Was? Das verstehe ich nicht. Er steht genau wie wir damals im magischen Kreis, aber nichts passiert. Der arme Kerl ist seit tausenden von Jahren so. Wir waren nur ein paar Minuten lang verflucht. Es tut mir so leid, Prinz Hakim. Ich wollte euch keine falschen Hoffnungen machen. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Damit habe ich gerechnet. Ich glaube nicht, dass der Fluch gebrochen werden kann, solange Apep noch lebt. Er nutzt ohne Zweifel seine eigene verderbte Magie, um dessen Wirkung zu festigen. Na dann, ist ja wohl klar, was wir jetzt zu tun haben, oder? Tröpfchen hat recht, es gibt nur eine Lösung. Gewiss nicht. Ihr wollt doch gewiss nicht Apep gegenübertreten. Das wäre äußerst waghalsig. Ich werde euch helfen. Ich muss... Nein, ihr könnt nicht mit ihm kämpfen, Prinz Hakim. Nicht mit solchen Verletzungen. Keine Sorge, Prinz Hakim. Ihr könnt auf uns zählen. Wir werden Apep besiegen und euren Fluch aufheben. Ich glaube euch. Etwas an euch lässt es mich glauben. Apep lauert tief in diesen Ruinen. Ich werde euch zu ihm bringen. Also heißt es jetzt, folge dem Frosch. Aha, was sagt er? Vielleicht muss man die Tür mit einem Schlüssel öffnen, aber in diesen Ruinen gibt es keinen Schlüssel, da bin ich mir sicher. Aber an den Wänden meiner Zelle stand etwas geschrieben. Ich frage mich, ob das eine Art Hinweis war. Zwei Freunde hüpfen hin und her, einmal hier, einmal da. Da war noch mehr, ich weiß es genau. Vielleicht müssen wir diese Worte entschlüsseln, um die Tür öffnen zu können. In der Zelle? Dann schauen wir doch einfach mal in der Zelle nach. Also er sagt, da war noch mehr. An der Wand hier drüben steht was geschrieben. Nee, Tröpfchen. An der Wand hier drüben steht was geschrieben, Mann. Zwei Freunde hüpfen hin und her, einmal hier, einmal da. Oh, da ist noch mehr. Der eine springt stets forsch dorthin, wo der andere zuvor war. Das verstehe ich nicht, Mann. Ich verstehe das. Wir müssen also immer quasi eine Figur weiterziehen, wenn wir diese Statuen bewegen können. Und dann die andere dahin ziehen, wo sie vorher stand. Aber hier kann ich doch nicht... Müsste ich nicht... Ach, egal. Wo ist es? Brazier, genau. So, okay, ich soll also mit der hier beginnen. Okay. Also ich kann jetzt zum Beispiel diese Statue weiter bewegen. Die Frage ist, wohin? Okay, Statue wählen. Also erstmal hier hin. Oder heißt das, ich soll die andere dahin stellen, wo die erste stand? Das war das Rätsel. Ist ja klar. Man sollte nur die Positionen tauschen. Und ich dachte, die Froschrichtung hätte irgendwas zu bedeuten oder so. Was sagt er jetzt? Ihr habt die Anleitung befolgt und doch bleibt die Tür verschlossen. Aber ich bin sicher, ich habe irgendein Geräusch gehört. Yep.
also einmal schön ins nicht mehr nasse, wobei es wird wahrscheinlich immer noch nass sein, nur eben nicht mehr so tief. Und da ist einmal dieser schwarze Kreis, den wir uns wohl... Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir den betreten? Zauberblockade-Falle. Wie lange hält sowas? Ach. Und... Das heißt... Ah, ich verstehe es. Wir müssen schweben, wenn wir darüber wollen. Die Frage ist halt, wie lange sowas hält. Sven? Ready? Dein Typ wird verlangt. Sturmwiepernschuppen. Das klingt doch nach was, was irgendjemand hier benutzen kann. Der hier kann doch Schuppen benutzen. Tricktyp wird verstärkt. Aber der hat, glaube ich, keine Windfähigkeiten, oder? Gar keine. Kann auch jemand anders hier Schuppen? Du kannst harte Schuppen benutzen und du hast den Donnerschlag. Dann tauschen wir das aus. Der kann damit mehr anfangen. So. Und das hier können wir sowieso nicht öffnen, weil sehr mächtige Magie. Das heißt, da müssen wir erstmal Morgenstern noch weiter ausbauen. Und ich kann halt jetzt gerade gar nichts machen. Das heißt, ich kann auch zum Beispiel nicht sagen, bei Schweben. Das ist echt kacke. Wird das aufgehoben, wenn ich zum Speicherpunkt gehe? Dann würde ich das einfach mal kurz machen. Ah, nee, okay, jetzt ist... Mit der Zeit läuft das ab. Okay, dann... Bitte einmal schweben. So, Fallen interessieren uns nicht mehr. Edgy. Schloss öffnen. Der Schlangenschlüssel. Ach, der war da versteckt und deshalb mussten wir da ohnehin hin. Ich wüsste trotzdem gerne, was da an den anderen Orten noch ist. Kann man da... Man kann hier rüber hüpfen. Immer erstmal umsehen. Aha, hier ist wieder eine Falle. Das sieht für mich so aus, als wäre hier irgendwas, was das Ding schützen soll. Und wenn es nur eine Truhe ist. Ein Waldumhang. Okay, die Wirkung hat nachgelassen. Aber trotzdem erstmal schauen, was macht denn der Waldumhang? Wer kann den tragen? Haben wir den hier? Nee, der ist nicht bei den Roben. Adelsracht ist auch wieder eine Robe, oder ja? Er hier kann das benutzen. Meeresbrisenmantel macht Resistenz gegen Wind und sowas. Und das Ding hier? Wow, erhöht die Flinkheit aber gewaltig. Und ordentlich die Verteidigung. Kann sonst jemand hier das benutzen? Nö. Dann schnapp's dir. Bitte sehr. Dann müssen wir gleich wieder die Schwebe anschmeißen. Und dann haben wir den Schlüssel. Und dann, so, Beginn der nächsten Folge machen wir dann die Tür auf, würde ich sagen. So, hier ist Schweben. Hui. War eigentlich lächerlich, dass er dann trotzdem hier hüpft, anstatt zu schweben. Ja gut, ansonsten gibt es noch andere Bereiche, die wir uns nicht angesehen haben. Das möchte ich jetzt eigentlich noch machen. Solange wir die Möglichkeit haben. Okay, die Viecher greifen einen teilweise trotzdem an. Knallermander. Interessante Namen haben die Viecher. So, erstmal auf den Toxoboros. Wie
viel Schaden nimmt denn der bitte? Okay. Okay. Was hat er für Kunstschüsse? Seuchenschuss, Schwärzeschuss. Komm, mach mal einen Seuchenschuss. Okay, es ist nicht so geil, dass der jetzt hier die ganze Zeit mittendrin steht und von allem getroffen wird. So. Dann hauen wir auf den Knallamander. Esther, willst du nicht was machen? Na gut, dann eben nicht. Das war jetzt etwas seltsam. Okay. Olli, heilen. Ich unterschätze echt, wie viel Schaden unser Kleiner nimmt, aber gut. Ich würde sagen, dann mache ich jetzt hier einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Das konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, wie gesagt, passt auf euch auf. Wascht euch die Hände, das Übliche. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.